Das Übertreiben von eigenen Erfolgen und auch verlogene Propaganda waren im Ersten Weltkrieg an der Tagesordnung. Sie sollte die Kriegsbereitschaft des eigenen Volkes erhalten, das ja seine Väter und Söhne hergeben und auch alles bezahlen musste. Dem Gegner die Überlegenheit beweisen und die eigenen Soldaten anspornen, sich noch mehr anzustrengen, damit der Krieg bald siegreich beendet werden würde. Wenn dann aber Jahrzehnte später die im Krieg gemachten Übertreibungen quasi amtlich gemacht werden und Historiker und Journalisten die ungeprüft übernehmen, zum Beispiel maßlos übertriebene Zahlen, sind die irgendwann kaum noch aus der Welt zu schaffen. So ist das auch mit einem kriegerischen Ereignis, das sich am 7. Juni 1917 im Süden der westflandernischen Stadt Ypern ereignet haben soll, exakt zwischen dem Ort Wichete und dem Ort Messin oder Mesen, benannt nach dem dort im 11. Jahrhundert von Adela von Frankreich gegründeten Klosters. Dort soll zum Beginn der Schlacht von Mesen die parallele Zündung von 19 überdimensionalen Minen unter den deutschen Stellungen auf einen Schlag 10.000 deutsche Soldaten getötet haben, wobei andere Quellen sogar Fantasiezahlen von bis zu 25.000 erfunden haben. Hätten allerdings die publizistischen Verbreiter solcher seit 116 Jahren nirgendwo bestätigten Zahlen militärisches Basiswissen, gesunden Menschenverstand und den Willen gehabt, etwas Zeit in eigene Recherchen zu investieren, sie hätten selber schnell festgestellt, dass diese Geschichte sich wohl anders abgespielt hat, als von ihnen berichtet. Die Schlacht von Mesen ab dem 7. Juni 17 gilt als eine der erfolgreichsten Offensiven der Briten im Ersten Weltkrieg und hatte damals auch besonders die angeknackste Moral der dort eingesetzten, den Deutschen stets personell und materiell überlegenen Commonwealth-Divisionen aufgerichtet. Die Schlacht stand unter der Führung des britischen Generals Herbert Plumer, Befehlshaber der 2. Armee. Der hatte nach der Zündung der Minen und dem folgenden erfolgreichen Angriff seiner von über 72 Panzern unterstützten und überwiegend aus Iren, Australiern, Neuseeländern und Kanadiern bestehenden 9 Divisionen die Offensive weiterführen wollen, war jedoch vom Oberbefehlshaber der britischen Truppen an der Westfront, dem schottischen Kavallerieoffizier und Generalfeldmarschall Douglas Haig, gebremst worden. Denn der von den Soldaten seit der mit extrem hohen britischen Verlusten verbundenen Somme-Schlacht 1916, auch Metzger genannte Haig, dessen Kritiker ihn als sturen Charakter ohne Sinn für Selbstkritik oder Innovationen beurteilen, hatte die Schlacht von Mesen lediglich als Auftakt- und Ablenkungsmanöver gesehen für die danach vom 31. Juli bis 6. November dauernde dritte Flandernschlacht, in der die Entente endlich den Durchbruch im Raum Ypern erzielen wollte. Dafür hatte Haig neben den britischen Großverbänden Divisionen aus dem gesamten Commonwealth zusammengetrommelt. Australier, Neuseeländer, Kanadier, Neufundländer und Südafrikaner. Dann, als die dritte Flandernschlacht im November beendet war, war neben strategisch eher unwichtigen Abschnitten lediglich das Dorf Paschendaal erobert worden, hier vorher und nachher, allerdings unter so hohen Verlusten, dass selbst Winston Churchill die Schlacht später ein Desaster genannt hat. Vom 31. Juli bis 19. November 17 waren 50.335.000 Briten gefallen, 235.750 verwundet und 38.105 vermisst worden. Gesamtverluste also 324.189 Mann. Allerdings sah es bei den deutschen Verlusten der in diesem Abschnitt stehenden 4. Deutschen Armee für den Zeitraum 1. August bis 10. November 17 genauso dramatisch aus. Gefallen waren 32.878 Soldaten, verwundet 165.280, vermisst 38.083. womit die Gesamtverluste 236.240 Mann betrugen.
Ich erwähne diese Zahlen, um die Dimension aufzuzeigen, was diese im wahrsten Sinne des Wortes Schlachten, besser Schlachtereien, unter den Soldaten beider Seiten angerichtet hatten, ohne dass eine Seite dabei viel gewonnen hätte. Wohl hatte es in einer Veröffentlichung des deutschen Generalstabes geheißen, dass Deutschland durch die Flandernschlacht von 1917 seinem sicheren Untergang nähergebracht worden war. Gleichzeitig aber hatte auch David Lloyd George 1916 bis 1922 der britische Premierminister geschrieben, dass Passchendaele, wie die Briten diese Schlacht nennen, tatsächlich eine der größten Katastrophen des Krieges war. Heute verteidigt kein intelligenter Soldat mehr diesen sinnlosen Feldzug. Die Wirklichkeit aber war, trotz der späteren britischen Kritik an den von ihren Generalen getroffenen Maßnahmen, dass diese damals exakt auch die Vorgaben aller britischer Politiker waren. Daher muss man dem britischen Historiker Jack Sheldon dankbar sein, der es auf den Punkt gebracht hatte, Zitat, dass relative Verlustzahlen irrelevant seien, weil die deutsche Armee sich weder diese Verluste leisten konnte und weil sie auch dadurch die Initiative verloren habe, da sie gezwungen war, eine weitere Verteidigungsschlacht auf einem von den Alliierten gewählten Gefechtsfeld zu führen. Die dritte Übernschlacht hatte die deutsche Armee an Flandern gefesselt und untragbare Verluste verursacht. Und darin sollen ja auch die durch die Zündung von 19 überschweren Minen mit den durch die zahllosen Veröffentlichungen gehenden 10.000 Opfer sein. Das alles hörte sich damals nach einem tollen Erfolg der dort eingesetzten ANZAC-Truppen an. ANZAC gleich Australian and New Zealand Army Corps. Australien, das viele Jahre die Bezeichnung Sträflingskolonie Australien getragen und im Ersten Weltkrieg 400.000 Männer gegen Deutschland mobilisiert hatte, war ja ab 1787 aufgefüllt worden mit auf Schiffen dahingebrachten englischen Verbrechern und Ganoven, insgesamt um die 162.000. Jetzt, nach steter Berieselung mit der antideutschen britischen Propaganda im Ersten Weltkrieg, waren deren Nachfahren rekrutiert und 1916 von Australien in das von ihnen 15.000 Kilometer entfernte Frankreich verschifft worden, um dort für Britanniens Ruhm kämpfen und sterben zu dürfen. Dann, Anfang Juni 17, standen rund 25.000 Mann bereit im 2. ANZAC Armeekorps mit der Neuseeland-Infanteriedivision, der 3. australischen und der 25. britischen Infanteriedivision, um in Westflandern die deutschen Stellungen im braun gezeigten, etwa 15 Kilometer langen, halbkreisförmigen Frontbogen mit der Bezeichnung Vitschete-Bogen anzugreifen, der über die Orte Vitschete sowie Mesen verlief und im Norden an den Ypernbogen anschloss. Den Commonwealth-Divisionen stand gegenüber die 4. Deutsche Armee unter dem in Wetzlar geborenen General der Infanterie Sixt von Arnim. Direkter Gegner der ANZAC-Truppen war das 14. Armeekorps, 2. Königlich Sächsisches, das vom 7. Januar bis 13. Juni 17 die Bezeichnung Gruppe Vitschete trug. Dieser Großverband war geführt worden bis zu seinem plötzlichen Tod am 17. Juni vom königlich sächsischen General der Kavallerie Maximilian von Laffert. Sein Nachfolger war der königlich sächsische General der Infanterie Adolf von Karlowitz. Um für den britischen Infanterieangriff in der Schlacht von Mesen die gut ausgebauten deutschen Gräben, Bunker, Gefechtsstände und Artilleriestellungen auszuschalten, hatten General Plumers vorgeschobene Artilleriebeobachter ab dem 21. Mai bis 7. Juni, also 16 Tage lang, die bis zu 84 Meter hohe Hügelstellung der dort eingesetzten Gruppe Vitschete mit rund 2100 schweren Geschützen rund um die Uhr beschießen lassen, also quasi umgepflügt wie hier bei Mesen. Der britische Infanterieangriff war auf den 7. Juni frühmorgens festgelegt und auch von der deutschen Führung erwartet worden.
Was die Soldaten der Gruppe Vicenza allerdings nicht ahnten, war, dass sie bereits seit fast 2 Jahren von einem unsichtbaren Feind bekämpft wurden, den Mineurkompanien der britischen Pioniertruppe, die sich jeden Tag unterirdisch an sie herangegraben hatten. Der Einsatz von unterirdischen Minen hatte auf deutscher Seite begonnen im Herbst 14 nach der gescheiterten Marne-Schlacht und dem Beginn des Stellungskrieges, als die Lanzer jetzt jede erdenkbare Möglichkeit ausprobiert hatten, dem Gegner zu schaden. Dann im Oktober 14 hatte die 1. Kompanie des Pionierbataillons 16 in der 33. Jägerdivision die erste deutsche Mine auf Höhe 285 in den Argonnen unter einem französischen Posten gezündet, der dadurch verschüttet worden war. Diese Sprengung hatte den deutsch-französischen Mineurkrieg ausgelöst. Als dann am Morgen des 20. Dezember während des Gefechtes bei Givenchy in Französisch-Flandern 10 deutsche Minen zu je 50 Kilo gezündet worden waren unter den Stellungen von 2 Kompanien des 4. Gurkha-Infanterieregimentes, in der einen Monat vorher nach Frankreich gebrachten 9. indischen Sirhind-Brigade und die danach von der deutschen Infanterie geworfen worden war, waren jetzt auch bei den Briten in Flandern Mineurkompanien gebildet worden. Ab März 15 standen bereits 8 einsatzbereit, bis Mitte 16 umfasste diese britische Truppe rund 25.000 Tunnelbauer, größtenteils Bergmänner, aber zum Beispiel auch australische Goldgräber. Weitere 50.000 Soldaten, meist Infanteristen, waren zum Abtransport der gewaltig anfallenden Erdmassen eingesetzt. Als dann ab dem Sommer 17 der seit dem Herbst 14 zum Stillstand gekommene Stellungskrieg an der Westfront wieder beweglicher geworden war, hatte das auch Einfluss gehabt auf die jetzt immer weniger werdenden taktischen Sprengungen. Wenn jetzt gegraben wurde, konzentrierten sich die Mineure hauptsächlich auf tiefe Tunnelanlagen zur Unterbringung der Truppen, mit der Konsequenz, dass Ende 17 auf der britischen Seite mehr Soldaten unter Tage lebten als an der Oberfläche. Der Einsatz von unterirdisch gezündeten Minen oder Sprengstoffen zur Bekämpfung des Gegners ist so alt wie die Erfindung des Schwarzpulvers, aber seine Hochzeit erfuhr der Minenkrieg während des Stellungskrieges im Ersten Weltkrieg. Der für den Kampfraum 4. Deutsche Armee zuständige Mineuroffizier war Oberstleutnant Otto Füßlein, geboren am 9. Mai 1870 im thüringischen Saalfeld und verstorben am 29. September 1921 nach einem Sturz in einen Schacht bei Vermessungsarbeiten in den Schmiedefelder Eisengruben bei Saalfeld. Füßlein war nach dem Abitur und einer Schlosserlehre zum Pionierbataillon Nummer 4 gekommen, wo er 1891 zum Leutnant befördert worden war. Nach dem Besuch der Artillerie- und Ingenieurschule Charlottenburg bei Berlin war er 1904 als Vermessungsingenieur in den großen Generalstab nach Berlin versetzt worden, dann ein Jahr später zur Schutztruppe nach Südwestafrika. Zurück in Deutschland waren ab 1906 weitere Truppenverwendungen gefolgt, ausgedehnte Studienreisen, 1911 die Beförderung zum Major. Im Ersten Weltkrieg war Füßlein nach verschiedenen Kommandeurverwendungen in der Pioniertruppe 1916 Kommandeur der Mineure der 4. Armee geworden, dem Frontabschnitt der Schlacht von Mesen. Allerdings standen ihm, vergleicht man es mit den Mitteln der Briten, viel zu wenig Mineurkompanien zur Verfügung und in den bestehenden waren zu wenig professionelle Bergleute. Auch waren zunächst die Mineurkompanien bei Verlegung ihrer Divisionen mitverlegt und abgelöst worden durch weniger qualifizierte, weil nicht ortskundigen Pionieren mit den daraus resultierenden gravierenden Folgen. Dazu kamen die fast alle Pioniergebiete betreffenden materiellen Mängel, wie zum Beispiel das Fehlen von wasserdichter Bekleidung, Dichtungen, Schläuchen, Lampen, Stromerzeugern, Bohrgeräten, Grubenrettungsausrüstung, Fernsprechanlagen oder guten Horchgeräten. Auch hatte es immer wieder
an feuchtigkeitsunempfindlichem Sprengstoff gefehlt oder an Sprengstoffen schlechthin. Anders dagegen bei den Mineurtruppen des Commonwealth, hier ihr Truppenabzeichen, wo man stets aus dem Vollen schöpfen konnte und wo die Führung mögliche Eifersüchteleien oder Besserwissereien, wie auf deutscher Seite häufig praktiziert, mit klarer Befehlsgebung unterbunden hatte. Denn anders als bei der deutschen militärischen Führung, die im Minenkrieg eher ein notwendiges, eigentlich aber nutzloses Übel sah, hatten die Briten von Anfang an einen offensiven Minierkrieg mit strategischen Zielen geführt. Daher hatte auch General Plumer links zusammen mit Generalfeldmarschall Haig rechts und Bildmitte dem Stabschef Haigs General Herbert Lawrence am 30. Mai 17 in einer Besprechung für den Angriff am 7. Juni bei Mesen entschieden, dass neben dem massiven Artillerieeinsatz auch parallele Minensprengungen stattfinden sollten, um durch die zu erwartenden großen Verwüstungen im deutschen Stellungs- und Bunkersystem und der Panik bei den Soldaten von Beginn an entscheidende Offensivvorteile zu haben. Bereits 1915 hatten die Tunnelbauarbeiten in Richtung der 84 Meter hohen Hügelstellung der dort eingesetzten Gruppe Wietschede begonnen, waren 1916 noch einmal verstärkt worden, als britische Mineurkompanien kilometerlange bis zu 100 Meter tiefe Tunnel gegraben hatten, wobei es allerdings auch zu zahlreichen Todesfällen gekommen war, zum Beispiel durch den Einsturz von Schächten. Aber auch die deutschen Mineureinheiten, Rote Pfeile, alarmiert durch Bohr- und andere Geräusche, waren nicht untätig geblieben und hatten seit dem Frühjahr 16 versucht, mit Angriffs- und Abwehrstollen die britischen Tunnel abzuquetschen. Aber alle Grabungen waren zu spät angesetzt worden, um noch Entscheidendes ausrichten zu können. Kurz vor dem britischen Angriff am 7. Juni 17 hatte der Stabschef der 2. britischen Armee, General Charles Harrington, ironisch bemerkt: "Ich weiß nicht, ob wir morgen Geschichte schreiben werden, aber auf jeden Fall werden wir die Geografie ändern." Er sollte recht behalten. Denn als nachts um 3.10 Uhr fast gleichzeitig 19 Minen unter den deutschen Stellungen in einer Explosion gezündet worden waren und parallel dazu die 2.100 schweren Geschütze ihr Feuer noch einmal gesteigert hatten, waren nicht nur Teile der deutschen Stellungen verschwunden, sondern bei vielen Soldaten auch eine lähmende Panikstimmung entstanden. Allerdings gibt es auch Meldungen von betroffenen Einheiten, die der Panikwirkung weniger Bedeutung beigemessen hatten. Jedenfalls hatten britische Zeitungen im Zuge des auch von der Presse betriebenen Propagandakrieges gegen Deutschland die Sprengungen zum Anlass für ihre Behauptung genommen, die Minendetonationen seien so laut gewesen, dass selbst der 265 Kilometer entfernt in der Downing Street Nummer 10 schlafende Premierminister David Lloyd George durch das donnernde Grollen der Minenexplosion in Mesen geweckt worden sei. Wobei aber wahrscheinlicher ist, dass der Herr Premier und andere Briten das Dröhnen des synchronisierten Sperrfeuers der schweren Artillerie gehört hatten, das unmittelbar der Detonation für Minuten gefolgt war. Durch die Sprengungen und das dichte Artilleriebombardement hatten mittlere bis schwere Verluste erlitten Teile der 204. Württembergischen Infanteriedivision unter Generalleutnant Hermann von Stein, Teile der 2. Ostpreußischen Infanteriedivision unter Generalleutnant Rudolf Reiser, der 35. Preußischen Infanteriedivision unter Generalmajor Johannes von Hahn und der Bayerischen 4. Infanteriedivision unter Generalleutnant Prinz Franz von Bayern. Schwere bis schwerste Verluste in Höhe von 800 Mann durch 8 in ihrem Bereich gezündete Minen hatte die Königlich Bayerische 3. Infanteriedivision unter Generalleutnant Hugo von Huller. 1000 Mann bei der Königlich Sächsischen 40. Infanteriedivision unter Generalleutnant Johann Meister. Dass diese beiden Divisionen so stark betroffen waren, hatte mit daran gelegen, dass sich in dieser Nacht beide Großverbände gerade in Ablösung befanden
und die 40. Division, die ihr vorliegenden Informationen zur Minenbedrohung in einem Abschnitt nicht weitergegeben hatte, was auch der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Kronprinz Ruprecht, Generalfeldmarschall Ruprecht von Bayern, am 20. Juni 1917 bestätigt hat. Trotz der vom Kommandeur der Mineure ausgegebenen Merkblätter ist die Gefahr weder von den Truppenstäben noch von der Truppe selbst gewürdigt worden. Der von den Sprengungen besonders betroffene 3. Bayerischen Infanteriedivision war von einer Minengefahr überhaupt nichts bekannt, weil der Hinweis darauf bei Übernahme des Gefechtsstreifens von der 40. Infanteriedivision fahrlässigerweise unterblieb. Die übrigen Divisionen schätzten, trotz nachweisbarer Warnungen durch den Kommandeur der Mineure, die Lage völlig falsch ein. Und der Chef des Stabes der Heeresgruppe Kronprinz Ruprecht, Generalleutnant Hermann von Kuhl, bestätigte nach dem Krieg, dass er am 30. April versucht habe, die Kommandeure in der 4. Armee davon zu überzeugen, bei erkannter Minengefahr die Regimenter von der in blau gezeigten ersten sogenannten 1A-Linie zurückzunehmen und sie in die zwischen der ersten und in rot gezeigten zweiten Stellung liegenden sogenannten Sonnenlinie in hellgrün zu verlegen, war allerdings nicht gehört worden. Nachdem die rot gezeigten 19 von 25 installierten Minen gezündet worden waren, 6 in blau hatten versagt und die Feuerwalze der 2100 Geschütze weitergewandert war, als dann die Commonwealth-Infanterieregimenter in die völlig zerdepperten Stellungen der ersten deutschen Linien vorgingen, war dort die Verteidigung zusammengebrochen. Zwischen 8 und 9 Uhr hatten die Briten die gelb markierten Orte Wietschede und Meesen eingenommen, am Abend die dunkelgrüne Linie erreicht und waren erst am 14. Juni in der violetten Sehnenstellung angehalten worden. Bei diesen schweren, äußerst verlustreichen Kämpfen war auch der Sohn von Oberstleutnant Füßlein, Hans Georg, Fähnrich in der 3. Kompanie des Pi-Regiments 25, gefallen. Die größte der 19 am 7. Juni gezündeten Minen, gefüllt mit 42 Tonnen Sprengstoff, war etwas mehr als 5 Kilometer südlich von Ypern bei St. Eloy gezündet worden. Um dieses Trumm zu transportieren und funktionsfähig zu machen, waren 30 Soldaten der 1. Kanadischen Mineurkompanie 3 Wochen lang beschäftigt gewesen. Die anderen 18 gezündeten Minen hatten im Durchschnitt 21 Tonnen, womit am 7. Juni um 3.30 Uhr rund 500 Tonnen Sprengstoff unter den deutschen Stellungen gezündet worden waren, bei der ja angeblich 10.000 Soldaten binnen Sekunden getötet worden sein sollen. Das ist allerdings eine von einem britischen Autor vor gar nicht langer Zeit in die Welt gesetzte Schätzung, die bis heute von keiner offiziellen Stelle bestätigt worden ist, obwohl gerade bei einem solchen einmaligen Kriegsereignis auch von amtlicher Stelle aus längst die Einzelheiten geklärt worden wären. Denn um von einer Opferzahl in dieser Größenordnung auszugehen, hätten in den Gräben und Unterständen frische, voll aufgefüllte Kompanien sein müssen und nicht teilweise zur Hälfte dezimierte, die durch monatelanges Kämpfen so erschöpft waren, dass sie in jeder freien Minute nur noch schlafen wollten. Weiterhin hätten zum Zeitpunkt der Detonationen sämtliche Kompanien in den Gräben und Unterständen sein müssen, was allerdings stets vermieden worden war, um bei einem eventuellen Beschuss die Verluste niedrig zu halten. Daher stand meist nur eine Kompanie im Graben, während die anderen sich in der durch gedeckte Laufgräben verbundenen rückwärtigen Kampfzone aufhielten, in der teilweise unterirdische Kasernen für Tausende von Soldaten gegraben worden waren. Kam dann der Alarm oder es war Gefahr im Verzuge, wurden die Stellungen in der ersten Linie besetzt. Auch der neuseeländische Militärhistoriker Ian Callum McGibbon beurteilt das ähnlich und kommt zum Ergebnis, dass die Zahl 10.000 die Gesamtzahl der deutschen Todesopfer während der gesamten dreitägigen Schlacht darstellt. Dabei ist unbestritten, dass die Massensprengung eine sehr hohe Zahl an Toten und Verwundeten gefordert hatte.
um aber nun die bis heute in nicht amtlichen Publikationen veröffentlichte Zahl von 10.000 einzuordnen, muss man sämtliche Zahlen miteinander vergleichen und dabei die militärische Lage berücksichtigen. Und es muss dabei auch bedacht werden, dass mit dem Begriff Verluste sowohl Gefallene, Verwundete, Versprengte als auch Vermisste gemeint sind, wobei zum Beispiel Leichtverwundete, die nach einer Woche wieder beim Regiment waren, bei dem herrschenden Durcheinander während der Schlacht nicht immer von der ursprünglichen Verwundetenzahl gestrichen worden, noch als wieder verfügbar gemeldet worden waren. Und unter dem Begriff Vermisste wurden auch alle in Kriegsgefangenschaft geratenen Soldaten aufgeführt. Schließlich hatte es auf der deutschen Seite durch das Chaos der Sprengungen, des Artilleriebombardements und des anschließenden fluchtähnlichen Rückzuges niemanden gegeben, der die Gefallenen oder Verwundeten in den Trümmern gezählt hat. Noch einmal zur Erinnerung, die Schlacht von Mesen, die ja am Morgen des 7. Juni mit der Zündung der 19 Minen begonnen hatte, hatte eine Woche lang gedauert, bis zum 14. Juni. Dazu hatte 1941 der von der australischen Regierung beauftragte Journalist Charles Bean für das Schlachtfeld wie Schädebogen berechnet, unter Verwendung von Zahlen aus dem Deutschen Reichsarchiv, vom 21. bis 31. Mai 1963 Verluste, vom 1. bis 10. Juni 17. In diesem Zeitraum sind auch drei Tage nach der Sprengung am 7. enthalten, 19.923 Mann, einschließlich von 7.548 Vermissten, vom 11. bis 20. Juni die immer noch hohe Zahl von 5.501 und vom 21. bis 30. Juni 1.773. Der britische Brigadegeneral James Edward Edmonds, Herausgeber der offiziellen britischen Geschichte zum Ersten Weltkrieg, hatte vom 21. Mai bis 10. Juni, also wieder plus drei Tage nach den Sprengungen und dem Beginn der Schlacht, 21.886 deutsche Verluste berechnet, darunter 7.548 Vermisste. Und schließlich erwähnen deutsche Militärhistoriker des Reichsarchivs im Band 12 der Reihe über den Weltkrieg, für den Zeitraum vom 21. Mai bis 10. Juni, also für 21 Tage, 25.000 Mann Verluste, darunter 10.000 Vermisste, von denen allerdings 7.200 als von den Briten gefangen genommen gemeldet worden war. Demgegenüber hatten britische Verluste der 2. Armee vom 18. Mai bis 14. Juni, also 28 Tagen, in Höhe von 28.000 Mann entgegengestanden, davon waren 3.000 Vermisste. Aber keine dieser amtlichen oder halbamtlichen Recherchen erwähnen die angeblich 10.000 deutschen Soldaten, die binnen weniger Sekunden zu Tode gekommen sein sollen, sondern sprechen sowohl in den britischen als auch den deutschen Veröffentlichungen immer nur von hohen Verlusten, beziehungsweise nennen, wenn Verlustzahlen angegeben werden, stets den gesamten Zeitraum der Schlacht. Das gilt auch für den hier gezeigten deutschen Heeresbericht vom 7. Juni, in dem gemeldet wird, grün markiert, dass die Explosionen wegen der dünnen Besetzung der Gräben nur wenig Opfer verursacht habe, allerdings eine starke seelische Wirkung auf die Soldaten ausgeübt hätte. Von 10.000 auf einen Schlag getöteten Soldaten ist nichts zu lesen. Und der Kommandeur der deutschen Minöre, Oberstleutnant Füßlein, soll sogar nachgewiesen haben, dass bei der Sprengung unter der 3. Bayerischen Division höchstens 35 Mann ums Leben gekommen seien, während die übrigen in den nachfolgenden schweren Abwehrkämpfen gefallen wären. Allerdings müssen solche Feststellungen, zumal wenn sie nach dem Krieg gemacht wurden, mit Vorsicht behandelt werden, denn möglicherweise sollten damit die Minöre der 4. Armee und besonders ihr Kommandeur aus der alleinigen Verantwortung genommen werden. Das ist nachvollziehbar, denn für das Desaster waren viele verantwortlich, einschließlich der unklar geregelten Unterstellungsverhältnisse und der Sorglosigkeit der betroffenen Truppenteile. Im 1930 vom bayerischen General A.D. Kraft von Delmensingen und anderen herausgegebenen Bayernbuch vom Weltkriege
werden die bayerischen Truppen erwähnt, die durch die Sprengungen besonders stark in Mitleidenschaft gezogen oder stark dezimiert worden waren. Das 23. Infanterieregiment König Ferdinand der Bulgaren, 1., 2., 3., 4. Kompanie gesprengt. Beim Sammeln am 8. Juni leben noch ca. 600 Mann. Demnach waren 2 Tage nach Beginn der Schlacht mehr als 29 Offiziere und 1000 Mannschaften dieses Regiments gefallen, das mit rund 5000 Gefallenen während des Krieges an der Spitze aller bayerischen Regimenter steht. Im Bereich des ebenfalls aus Landau stammenden 18. Infanterieregiments Prinz Ludwig Ferdinand waren die 1., 2. und 3. Kompanie des 3. Bataillons in der vordersten Linie durch die Sprengungen mit einem Schlag so gut wie aufgerieben worden, wobei 329 Soldaten gefallen waren. Beim königlich bayerischen 17. Infanterieregiment Off war das gesamte 2. Bataillon von der Sprengung betroffen worden. Beim 9. bayerischen Infanterieregiment Wrede waren die Kompanien 10, 11 und 12 nahezu vollständig verschüttet worden. Gefallen waren 7 Offiziere und 25 Mannschaften, vermisst 10 Offiziere und 353 Mannschaften. Aber addiert man diese Zahlen, liegen die weit unter der Fantasiezahl von 10.000. Nun, diese hatte der im März 2020 verstorbene ehemalige britische Pioniermajor Ian Passingham in seinem 1998 veröffentlichten Buch in die Welt gesetzt, worin er behauptet, dass von den 10.000 deutschen Soldaten, die nach der Schlacht vermisst wurden, viele zweifellos durch die Auswirkungen der Minen verdampft oder in Stücke gerissen wurden. Dabei hatte sich Passingham bei den 10.000 Vermissten wohl auf die offiziellen deutschen Zahlen des Reichsarchivs gestützt, wobei die allerdings bei den Vermissten einen Zeitraum von 21 Tagen abgedeckt hatten, also bis zum 10. Juni 17. Darüber hinaus waren gemäß britischer Zahlen 7.200 in Gefangenschaft geraten, wodurch sich die Zahl der Vermissten auf 2.800 reduziert hatte. Also war auch Passinghams Behauptung von den 10.000 auf einen Schlag getöteten reine Erfindung und von keiner amtlichen Zahl auch nur annähernd gedeckt. Dazu kommen die Verlustmeldungen einiger Regimenter, wonach viele ihrer Soldaten nicht durch die Minenexplosionen getötet worden waren, sondern vorher durch das 16 Tage lang andauernde, dann kurz nach der Minenzündung wieder aufgenommene, massive und hochwirksame britische Artilleriefeuer. Und dann im aussichtslosen Kampf gegen eine ausgeruhte Übermacht. Von allen deutschen Opfern gibt es lediglich diese eine Fotografie. Schließlich bleibt die Frage, warum die verheerenden 19 Trichtersprengungen vom 7. Juni 17 nicht verhindert werden konnten, trotz aller Gegenmaßnahmen der deutschen Mineure. Dazu hat eine vorbildliche Dokumentation des Zentrums für Geoinformationswesen der Bundeswehr Auskunft gegeben. Denn neben dem bereits aufgezeigten permanenten Mangel an Personal und Material hatte es auch schwerwiegende organisatorische und taktische Mängel gegeben, hier einige von vielen Beispielen. Ablehnende Haltung der militärischen Führung zum Minenkrieg. Kein die Armeegrenzen überschreitender, übergeordneter Minierplan. Eigenständigkeit der Divisionen im Minenkrieg, die auch nicht an die Weisungen des Kommandeurs der Mineure gebunden waren. Wenig Unterstützung durch die Infanterie. Ignorieren von rechtzeitigen Warnungen. Trotz Warnungen keine Rücknahmen der Truppen aus der bedrohten ersten Linie, zu wenig Scheinstellungen und schließlich unkooperiertes Verhalten der Divisionen gegenüber dem Kommandeur der Pioniere. Aber ganz freisprechen kann man Oberstleutnant Füßlein dadurch auch nicht. Der hatte am 8. März 17, also 3 Monate vor den britischen Minenzündungen, ein Merkblatt für das Verhalten bei feindlichen Sprengungen in Umlauf gebracht, das aber, anstatt die Truppe realistisch auf die existierende Minenbedrohung vorzubereiten, ihr mit Allgemeinplätzen die Angst vor dem Ernstfall nehmen sollte. Bei richtigem Verhalten der Truppe sind solche Sprengungen für die Infanterie der Grabenbesatzungen wenig gefährlich, wenn die Besetzung der vordersten Linie dünn gehalten wird.
Und weiter, feindliche Sprengungen in unseren Linien können zwar etwas mehr Leute schädigen, weil sie vielleicht Teile der Stellungen mitreißen, meist aber ist die tatsächliche Wirkung geringer und nur die erste Überraschung lässt sie größer erscheinen, als sie ist. Als dann am 7. Juni die britischen Divisionen nach den Minenzündungen und dem folgenden minutenlangen Sperrfeuer die durch das vorangegangene 16-tägige Artilleriebombardement bereits zertrümmerten deutschen Stellungen angriffen, kann davon ausgegangen werden, dass eine große Zahl der unter Schock stehenden deutschen Verteidiger entweder geflüchtet war oder sich ergeben hatte. Und diejenigen, die trotz ihres Schocks über die Minenzündungen und den zahlreichen gefallenen Kameraden sich verteidigt hatten, waren schnell der britischen Übermacht zum Opfer gefallen. So ist denn die Zahl von 10.000 Gefallenen möglich, aber nicht durch die Zündung von 19 Minen unter den deutschen Stellungen, sondern in Kombination mit dem folgenden schweren artilleristischen Sperrfeuer aus 2.100 Rohren und den blutigen Abwehrkämpfen der dezimierten deutschen Regimenter während der nächsten Tage gegen einen personell und materiell überlegenen Gegner. Die deutschen Gefallenen der Schlacht um Ypern, der drei Flandern-Schlachten und der hier behandelten Schlacht von Mesen, ca. 48.000 Soldaten, ruhen auf dem belgischen Soldatenfriedhof Menen. Nach Ansicht der damaligen Sieger sollte ja der Erste Weltkrieg auch der letzte aller Kriege gewesen sein. Nicht nur darin haben sie sich fürchterlich geirrt. Allein nach Ende des Zweiten Weltkrieges sind weltweit mindestens 60 bis 65 Millionen Menschen durch Kriege gestorben. Wie urteilte der große Zeitenseismograf Friedrich Nietzsche? Der Mensch ist böse, so sprachen noch alle Weisesten, mir zum Troste.